aus Wangen, wie gestern auch und vorgestern auch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe beim Schnitt vom letzten Vlog gesehen, naja, auf jeden Fall, da habe ich ein WLAN-Zeichen gesehen. Genau gesagt an der, wie heißt das? An der Bushalte. Da laufe ich gerade hin, ich will sehen, was es mit dem Aussicht hat. Ich glaube nämlich, damit hat es sich auf sich, dass bestimmten Bussen, dass die WLAN haben, habe ich endlich Internet, um irgendwas hochladen zu können. Oder, nee, hochladen nicht. Um mir Musik runterladen zu können. Nicht wie die letzte beim zweiten Vlog, wo ich jetzt einfach auf dem PC von meinem Vater gefunden habe, ehrlich gesagt. Okay. Ja, gratis in der Welt, das klingt gut, das brauche ich jetzt meinen Fahrplan. Abfahrt. So, okay, erstmal alles gefilmt, das kann ich im Nachhinein anschauen. Ansonsten gibt es hier überhaupt keinen Fahrplan. Okay, schade. Dann wollten nämlich meine Eltern mit mir noch zu einem, in ein Museum rein. Ich freue mich schon drauf. Super Museum, aber vielleicht ein bisschen was Interessantes für euch. Das habe ich nämlich bisher noch nicht mal entdeckt. Ich bin da immer vorbeigefahren. Und, es ist, ja, wer weiß. Auf jeden Fall, ich habe heute einfach mal die üblichen Sachen weggelassen, weil es ist langsam langweilig werden. Und ich denke mal auch, dass es nicht unbedingt nötig ist, jeden Tag das Land zu zeigen. Ich, so wie diese Straße hier, ich hab mir sagen lassen, dass ich immer ziemlich viel die Straße filme. Was ich jetzt nicht unbedingt... Ja, es ist nicht zu machen. Hier in der Straße. Ich laufe mal da runter, okay. Da unten ist es, glaube ich, leise. Auf jeden Fall, ich habe mir... was ist für ein Verkehr? Auf jeden Fall, ich hatte mir sagen lassen, dass ich relativ viel Straße zeige. Ich versuche es nächste Zeit zu vermeiden. Wie zum Beispiel jetzt. Ich filme nicht die Straße. Naja, wird schon. Okay. Ab in das Museum und dann, würde ich sagen, gibt es mal wieder ein paar coole Shots. Die bei dem Wetter nicht unbedingt selbstverständlich sind, aber... Das wird irgendwie cool, denke ich mal. Eigentlich bin ich ja nicht so ein Museum-Fan, aber ich hab schon ein paar coole Museen war ich schon. Wie zum Beispiel München Technik Museum, da will ich auch gerne mal wieder hin. Und auf jeden Fall München Technik Museum, das ist auf jeden Fall, das interessiert sich da einfach mal hinzugehen. Ich kann vielleicht noch ein paar Bilder einblenden, falls ich noch irgendwo welche finde. Ich habe meinen PC seitdem nämlich mehrere Mal resettet und damals hatte ich auch noch keinen PC. Also von dem her, es wird schon irgendwie cool werden. So, auf jeden Fall hier jetzt zurück aus dem Museum. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. War relativ interessant. Da ist das Museum, auf jeden Fall. Falls ihr was von Geschichte, irgendwas hier am Bodensee erfahren wollt,
was die Pfahlbahn und so angeht, dann sattel ich hier richtig. So viel habe ich jetzt nicht gekriegt. Und ich habe hier noch einen kleinen Feuerstein mitgekriegt, was ich auch recht cool finde. Dankeschön dafür auf jeden Fall nochmal. Und jetzt habe ich hier vorne schon mal dieses eine Pfahlbahnhaus gesehen. Da gehe ich jetzt auch mal rein und ich weiß auch nicht, was da genau alles so drin ist. Gesagt, bin ich eigentlich nicht so der Museumsgeschichtsfan, aber komm schon. Jetzt bin ich jetzt einfach mal in dem Pfahlbahnhaus, das hier direkt vor dem Museum stand, drin. Und wie ihr seht, es ist nicht so ganz detailgetreu nachgebaut worden. Zum Beispiel, so viel ich weiß, wurden hier Stahlnägel und ein paar andere Sachen verwendet, die damals natürlich nicht zur Verfügung standen. Und ja, auf jeden Fall, falls euch dafür interessiert, kommt einfach mal hier vorbei. Mehr kann ich euch nicht empfehlen. Krieg dafür auch kein Geld, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber komm schon. Dazu, was ich jetzt noch in dem Museum gehört habe, ist jetzt zum Beispiel, dass hier Wangen, der Deutschlands erster Fundort für, na, wie heißt es, Pfahlbauten war. Auf jeden Fall, mehr kann ich das jetzt nicht sagen, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Im Museum auf jeden Fall. Ist cool, dann würde ich sagen, sehen wir uns nach ein paar coolen Shots im nächsten Vlog wieder. Mach's gut und dann ciao. Thank you.